einer Zwiesprache zwischen Dame in Weiß und dem Wundervogel. Sind Sie Romantiker, Sie beide? Ich schon eher, aber mein Mann nicht. Wie bedauerlich. Und dann so ein Bild. Ja. Sie hat guten Geschmack. Ich habe es vor vielen Jahren, 40 oder 45 Jahren, ist das schon, habe ich es gekauft. Ja. Du hast gesagt, ich habe zu dem Bild mehr Beziehungen oder längere Beziehungen als zu dir. Ja. Wir wissen gar nicht, ob es ein Original ist. Es könnte ja auch ein Druck oder eine Kopie sein oder eine Fälschung. Wir wissen es ja nicht, wir haben keine Ahnung. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, das ist entzückend. Wo haben Sie es her? Ich habe das vor ca. 40, 45 Jahren vom Privat gekauft, von einem alten okay, Herrn. Okay, in München oder in Wien? In München, nein, in München gekauft. Und der Rahmen war schon drauf? Nein. Haben Sie machen lassen. Wunderbar, also ein schönes Blatt. Es ist ja groß signiert, links unten. Mhm. F. Watzig, das meint Franz Watzig. Ich rede jetzt vielleicht einen Satz mehr, weil er ein Wiener Künstler ist. Hat die Kunstgewerbeschule besucht, hat dann bei Rumpler, bei Roller, bei verschiedenen Krippenkerl-Künstlern gelernt, war dann Mitglied der Sezession und ist für eine ganze Reihe von grafischen Arbeiten und auch künstlerischen Tätigkeiten bekannt. Ein Märchen. Dem Jugendstil ist das Märchen ungemein wichtig geworden. Mhm. Auf diesem Weg kommen wir nämlich danach zur Technik. Nicht zuletzt in Reaktion auf den Impressionismus, der alles als eine optische, also einen optischen Eindruck erfasst hat, als etwas Äußerliches. Dem Jugendstil ist es aber viel wichtiger, die Dinge wieder neu zu beseelen, quasi den Dingen auch Leben zu geben. Und hier ist ja offenbar ein Märchen nicht illustriert, sondern ein Stimmungsbild aus einem Märchen, denke ich, wiedergegeben, wo eben so ein ganz merkwürdiger Vogel in diesem Geäst sitzt, der zu dieser Frau offensichtlich spricht. Und es gibt ja ganze Facette von Märchen, in denen der Wundervogel Simurgh eine Rolle spielt und in dem er zu einer weiß gekleideten Frau auch spricht. Und ich glaube, auf das möchte der Franz Watzig hier gerne abheben, der ja auch als Märchenillustrator, bloß ist dieses keine Illustration, aber als Schöpfer von Illustrationsfolgen sehr bekannt geworden ist. Und ganz wichtig, ganz typisch in diesem Wiener Stil. Es kommt natürlich ein bisschen vom Börzli her und es kommt von der Wiener Ordnung und dem Wiener ornamentalen Stil der Zeit knapp nach 1900. Dieses auf der einen Seite zeichnerische, sehr dekorative. Es gibt eine Reihe von Künstlern, Karl Grenegg, oder auch noch bedeuteteren wie Gustav Klimt, die solche Blumenwiesen machen. Mhm. Klimt ist nur immer ein impressionistischer Maler. Es ist nie so eine lineare, abgezirkelte Malerei. Diese Gouache, wir haben es hier mit einer Form des Aquarells zu tun, Deckfarben, Gouache. Watzig war einer, der viele, viele Märchenbücher für Gerlach und Wiedling illustriert hat, der Bühnenbilder gemacht hat, der für Roller, der am Burgtheater Bühnenbilder gemacht hat. Mhm. Eine wirklich bedeutende gestalterische Persönlichkeit im Wien der Zeit um. Und jetzt sage ich einmal, wir sind hier zwischen 1908 und 1912. Mhm. Diese Blumenwiesen, diese ganz spezielle Form des dekorativen Setzens, auch dieses Freilassens. Nicht, wenn Sie anschauen, wie eine Blumenwiese, da ist gar nichts drauf. Und dann wird es immer dichter. Mhm. Das erzeugt Spannung. Auch diese weiße Figur vor diesem Nacht, es wird uns erklärt, es ist Nacht. Sie singt, geht in einen Wald offensichtlich, findet dort diesen Paradiesvogel, der irgendeine Geschichte. Ich hoffe, dass uns jetzt Geschichtenmenschen, sind Sie ein Geschichtenmensch, also der Geschichten kann, der uns erklären kann, was das vielleicht für ein Märchen ist. Ja, aber es gibt im Internet ganz ähnliche Darstellungen, ja. Zwei oder drei habe ich gesehen. Da ist der Hintergrund weiß, aber immer die Frau, der Vogel, der Baum. Genau, ja. Es reduziert natürlich auch diese Gegenständlichkeit. Ich glaube, dass Watzig, wenn er es auch jetzt nicht kopiert, aber doch in Erinnerung rufen will, persische Miniaturmalereien beispielsweise. Und daher auch diese matte Farbigkeit, die eben nicht diesen Oberflächenglanz hat, wie es impressionistische Bilder hätten, sondern der quasi den Blick direkt anzieht und durch diese Mattigkeit auch das Gegenständliche auch wieder mit aufwertet. Trotzdem auch das Kostbare dadurch, immer dieses Verwenden von Goldfarben, auch diese linearen Elemente. Gestalterisch kommt es aus demselben Pool
wie der frühe Kokoschka, so seltsam das klingt, nur ist der frühe Kokoschka eher ein Expressionist und einer, der die Linien aufbricht und so weiter. Aber dieses Spiel mit der Fläche und der Farbe ist genau das und das macht Wien aus. Wien 1908 bis 1912. Ein wirklich bezauberndes Blatt. Leider hat der Watzig keinen Preis. Trotzdem, wenn ich das heute sehe, normalerweise kriegt man Preise, ein paar 100 Euro, 1200 Euro, 500 Euro, 900 Euro. Aber wenn das heute auf einer Auktion auftaucht, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus 7.000 bis 8.000 Euro bringt. Einfach aufgrund dieser wunderbaren Qualität und dieser wunderbaren, dieses Beispiel sein für eine ganze Kunstgegend und eine Epoche. Was haben Sie gezahlt? 100 Mark. 100 Mark, gut. Aber es ist 40 Jahre her. Mindestens. Gut, dann im Nachhinein noch Gratulation. Danke. Und vielen, vielen Dank, dass Sie es uns gezeigt haben. Danke. Dankeschön. Auf Wiedersehen.